Hört ihr diese wunderschöne Musik in Anemonia City? Die ist doch echt Weltklasse, oder? Und wir schauen uns jetzt hier erstmal ein bisschen um. Im letzten Part haben wir hier die Wasserroute erlebt. Und jetzt schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Bist du schon dem Sammler aus unserer Stadt über den Weg gelaufen? Er erzählt immer überall herum, wie stolz er auf seine Sammlung seltener Pokémon ist. Okay, hier gibt's den Typen, der mit seinem Pokémon angibt, haben wir gehört, ne? Manchmal bekommt man einfach Lust darauf, seine Pokémon herumzuzeigen. Ich habe da einen Freund in Viola City, dem ich nur allzu gern mal die Pokémon zeigen würde, die ich trainiert habe. Dann mach's doch. In dieser Pokémon-Arena wimmelt es geradezu von Schlägertypen. Wenn ich mich ihnen nur nähere, kriege ich schon Angst, dass sie mich mit vom Parkett fegen. Deshalb will ich dir einen Tipp geben. Der Arenaleiter ist hier spezialisiert auf Kampf-Pokémon. Du musst dein Team also mit Pokémon vom Typ Psycho verwirren. Versuche alle zu besiegen, bevor sie überhaupt zuschlagen können. Und noch etwas. Der Arenaleiter Hartwig ist voll auf sein Training unter dem Wasserfall konzentriert. Du musst irgendwie den Wasserfluss unterbrechen, sonst bekommst du kein Wort aus ihm heraus. Okay, ist aber auch nice, dass der Typ hier nicht großartig was sagt, ne? Und eigentlich können wir das doch als Stichwort nehmen und erstmal direkt in die Arena reinrennen, oder? Wenn wir jetzt schon einmal hier sind, wir haben hinterher bestimmt noch Zeit, da schauen wir uns die restliche Stadt an. Allzu groß wird die hier nicht sein. Ah, guck an, hier fehlt er nämlich, hier steht er nicht da. Und der Arenaleiter hat hier echt keinen Bock zu reden, ne? Und haben wir? Wir haben Smetbo mit Psycho und Owei. Owei, ja, Hypnose nur, keine richtige Psycho-Attacke. Es wäre tatsächlich nur Smetbo. Ob das was wird, ich weiß ja nicht, ne? Aber wir können es gern versuchen. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Komm mal ran hier. Das erste Karate-Kid ist schon unterwegs. Meine Pokémon und mich verbindet eine tiefe Freundschaft. Dieses Band wird nie jemand zerreißen, doch. Ich werde dieses Band und dich gleichzeitig zerreißen, Kollege. Schwarzgurt Xavier mit einem Kickly. What the fuck? Auf 27 sind die jetzt? Alter, da wird der Arenaleiter ja auf 30 sein. Okay, okay. Vielleicht war es ein Fehler, hier in die Arena reinzugehen, weil so gut sind wir jetzt auch nicht trainiert, dass wir hier irgendwas reißen könnten. Wir sind auf Level 22. Die vermöbeln uns ja hier vollkommen. Wie viel machen wir denn überhaupt mit Konfusion? Das ist immer ein... Ist das Stab? Nein, wir sind Käferflug, ne? Das ist ja kein Psycho-Pokémon. Komm, bitte verletz dich selbst. Bitte. Ja, es hat sich selbst verletzt. Und das hat mehr Schaden gemacht als wir. Aber Flug ist doch auch sehr effektiv. Da habe ich mich von dem vollschwafeln lassen, dass es nur Psycho wäre. Aber Flug ist doch genauso effektiv, ja? Aber es macht genauso wenig. Komm, jetzt töte dich selbst. Meditation macht er immer wieder. Er boostet seinen Angriff. Ist jetzt auf plus 2, aber angegriffen hat er trotzdem noch nicht. Zum Glück. Der hat wahrscheinlich Mitleid gehabt, ne? So, Kickly down. Und reicht das jetzt für ein Level Up? 804 Erfahrungspunkte. Und das reicht für ein Level Up. Level 23 fürs Medbo. Ja, wir brauchen jeden Stat. Ist ganz klar, wir brauchen hier jeden Stat. Das ist unmöglich. Ja, ja, jetzt ist nicht nur der Gürtel schwarz, sondern auch noch was anderes an deiner Hose. Und hier der nächste gleich. Der nächste Trainer. Weltlicher Besitz ist sinnlos. Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste versprechen. Okay, dann lassen wir jetzt die Fäuste sprechen, Kollege. Bist du auch auf 27? R2 Pokémon dann vielleicht ein bisschen niedriger? Auf 25. Oh, das ist schon angenehmer. Aber bei 27 habe ich jetzt echt gedacht. Holla die Waldfee, ne? Erstmal Stachelspore drauf. Ja, nicht. Vielleicht greift er da ja doch nicht an. Dass er vielleicht die Fullpara bekommt, das wäre nett, das wäre angenehm. Energiefokus. Du willst mal einen Volltreffer landen, Kollege. Zeig mal her, wie viel machen wir jetzt mit dem Windstoß? Wie viel macht der Windstoß hier Schaden? Ja, das ist ganz gut, ne? Sieht auf jeden Fall besser aus als bei dem anderen Kollegen, bei Kickly. Und das war ein Volltreffer, ja? Also garantiert der Energiefokus jedes Mal danach ein Volltreffer. Oder wie darf man das verstehen? So, also die Para hat jetzt hier nichts ge
gebracht. Wir waren sowieso schon schneller, aber okay. Ist okay. 400 Erfahrungspunkte und jetzt kommt noch ein Mashok. Mal schauen, ob das auch auf Level 25 oder sogar höher ist. Nein, auch auf 25. Vielleicht können wir es ja hier riskieren gleich. Wir sind immer noch schneller. Wie viel machen wir bitte mehr als die Hälfte Damage? Oh, Mann. Schade, fast. Es reicht noch fast, ne? Es sei denn, wir können jetzt hier einen Volltreffer landen. Ja, Windstoß. Windstoß ist schon besser, ne? Der ist wenigstens mit Stab. Die Konfusion ist nicht mit Stab. Da sieht schon anders aus. Boah, zum Glück greifen die hier fast alle nicht an. Das macht die Arena hier gerade richtig angenehm, ja? Weil die könnten uns bestimmt auch richtig fisten. Die könnten uns hier richtig gefährlich werden, die Trainer in der Arena. Aber so können wir das ganz gut bisher mit Smetbo erledigen. Und da bleiben ihm gleich die Worte weg. So, hier können wir nicht weiter hoch. Wir müssen zurück und auf der anderen Seite nach oben gehen. Auf dieser Seite haben wir alle Trainer erledigt. Und hier kommt noch ein weiterer auf uns zu. Der Schutz wirkt erstmal nicht einmal mehr. Der wirkt nicht einmal mehr. Wir Meister der Kampfkunst kennen keine Angst. Ich auch nicht. Außer vor Spinnen. Vor Spinnen habe ich Angst. So, Schwarzgott Jeff mit Nocturne. Okay, das Gegenstück zu Kikli. Und der ist wieder auf Level 27. Und wird schnell sein. Der wird schneller sein. Und ein Feuerschlag zündet der. Und das war auch noch ein Volltreffer. Okay. Okay. Haben wir noch was sehr Effektives? Ich glaube nicht, ja. Uwei kann eigentlich nichts weitermachen. Ja, Pflanze und normal. Das hat jetzt nicht die größte Wirkung. Andererseits können wir es spaßenshalber mal probieren, ja. Wir haben noch Zeit. Wir sind erst bei 7 Minuten, ja. 7 Minuten sind wir erst. Mal eine Hypnose. Mach mal eine Hypnose drauf. Tempohieb. Kampfattacke. Ist nicht sehr effektiv, Kollege. Jetzt schläfst du erstmal, du gerätst ins Traumland. Und dann bepflanzen wir dich erst einmal mit Egelsamen. Und schauen, wie dir das gefällt. Einfach mal probieren, ja. Das könnte ein fettes Level-Up bedeuten. Das wird definitiv, wenn wir das mit Owei schaffen, wird das ein fettes Level-Up geben. Auf jeden Fall. Egelsamen recovered natürlich wieder ein bisschen. Und jetzt, ja, Kugelsaat wäre jetzt die einzigste Möglichkeit. Es ist schon wieder aufgewacht. Wieder Tempohieb. Ja, das ist schlecht, ne? Vielleicht treffen wir ja 5-mal und machen probaten Schaden. Ja, gut, wenn wir 5-mal treffen, ist es ganz okay, was wir dann an Schaden gemacht haben. Haha! Der Dünnbrettbohrer ist wieder unterwegs. Wenigstens machen die Egelsamen noch was hinterher. Dann ist das schon ganz okay eigentlich. Aber nochmal einschläfern, ja. Der macht sonst zu viel Schaden. Donnerschock, Donnerschlag. Wird auch von uns einigermaßen resistiert. Aber jetzt eine Para gefressen zu haben, ist schon ekelhaft, ne? Hoffentlich schläft er jetzt ein bisschen länger, der Kollege hier. Wir ziehen ihm hier halt Stück für Stück das Leben raus. Es geht gemächlich bergab für Nocturne. Und jetzt können wir halt nur wieder auf Kugelsaat gehen, ne? Flinkklaue regelt schon mal. Das ist cool. Und jetzt trifft bitte mehr als 2-mal. Bitte mehr als 2-mal, Owei. Ja. 3-mal macht er schon. Okay, er hat mein Gebet erhört. 4-mal trifft er. Und vielleicht nein. Okay, 4-mal. Ist aber ganz gut und er schläft weiter. Das heißt, wir können nochmal Schaden machen. Das ist sehr cool. Aber wenn er aufwacht, greift er jetzt wieder zuerst an. Die Runde geht ja jetzt erst los. Das heißt, na, er schläft die Runde noch. Das ist sehr gut. Das spielt uns in die Karten, aber die Paralyse verhindert wieder allen Erfolg hier. Jedweder Erfolg wird hier zunichte gemacht. Wir müssen aber nur noch eine Runde überstehen, denn dann regeln die Egelsamen. Und jetzt wahrscheinlich die Kugelsaat, wenn wir treffen. Wie viel machen wir hier Damage? Yes, Nocturne ist down. Man kann es also mit Owei schaffen. Das ist sehr cool. Alter, es muss tatsächlich 3-mal treffen. Für die paar KP, die es noch hatte. Ist ja der Wahnsinn.
810 gibt das? Das hat nicht gereicht. Das hat einfach mal nicht gereicht. Oi, 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 du. So, aber ich würde erstmal schnell heilen gehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin wieder geheilt und wir schnappen uns den letzten Trainer der hiesigen Arena. Komm mal ran hier. Was hast du denn drauf? Die Wut meiner Fäuste wird deine Pokémon das Fürchten lehren. Ich habe auch immer wütende Fäuste, ja, das kenne ich auch. Wenn ich früh aufwache, ist die rechte Faust auch manchmal wütend, ja. Und die linke, die bringt sie dann immer ein bisschen runter. Mankey auf 23, das ist ganz okay. Können wir, denke ich, auch gleich mit Windstoß rangehen. Vielleicht wird es ein One-Hit. Könnte, denke ich, ja, bei dem Pokémon hier, Level 23. Das reicht auch nicht. Was ist denn hier los, Smetpo? Ja gut, er hat aber jetzt gleich noch ein Level-Up in der Tasche. Da sieht es vielleicht nochmal ein bisschen besser aus. Den Spezialangriff vielleicht nochmal ein bisschen boosten, ne? Könnte nicht verkehrt sein. Können wir, denke ich, gebrauchen? Na, ich bin echt auf den Arena-Leiter gespannt hier. Okay, das reicht noch nicht. Noch ein Rasaf. Die Weiterentwicklung. Wenn es hier jetzt noch ein Epitaph geben würde, das wäre krank. Ja, gibt es aber erst seit der 9. Generation. Geowurf, da müsste okay sein, der Schaden. Der hängt vom Level des Anwenders, glaube ich, ab. Ja, war okay, ja. War aber doch, naja, war schon doch ganz schön viel. Und wir machen wieder weniger als 50%, Alter. Aber ich denke, ja, er Kreideschreit nochmal, aber senkt halt dann unseren physischen Angriff. Um... Der hat jetzt, glaube ich, schon das zweite Mal gekreideschreit. Das heißt, wir müssten auf minus 4 sein. Wir sind auf minus 4. Und haben hier keine Prio auf dem drauf, ne? Zum Glück geht er nochmal auf Kreideschrei, ne? Minus 6, aber das ist jetzt egal. Wir hauen dich jetzt raus. Aber dafür hat er gut vorbereitet, weil jetzt kommt das letzte Pokémon in den Ring. Und wir sind einfach mal auf minus 6. In der Verteidigung. Level 24 gibt es jetzt erstmal noch oben drauf. Das gibt in dem Spezialangriff plus 2. Das ist ganz okay. Spielt uns einfach nur in die Karten rein. Psystrahl! Ist der vielleicht besser als die Konfusion? Das schauen wir uns jetzt mal an. Das könnte uns echt helfen in dieser Situation. Spezial 50. Und der hier? Spezial 65. Der ist deutlich besser. Feuert einen Strahl ab, der den Gegner verwirren kann. Das nehmen wir sofort für Konfusion rein. Da sind wir jetzt ein bisschen besser ausgestattet. Falls der Windstoß mal nicht klären kann, sind wir hier also vollstens ausgestattet. Und jetzt kommt noch ein Mankey. Bei dem Mankey können wir mal den Psystrahl ausprobieren, wie viel der hier Damage macht. Bin ich jetzt gespannt. Der ist ohne Step, hat aber 65er Stärke. Der reicht hier sogar. Okay. Ja gut, entweder lag es jetzt am Level Up oder am Psystrahl. Eins von beiden. Weil der Windstoß vorher nicht gereicht hat beim ersten Mankey, aber ist okay. So, jetzt müssen wir irgendwie den Wasserfall anhalten. Ich glaube, das geht auf der anderen Seite oder sowas. Oder hier unten drunter? Nein. Hier. Wo kann man denn den blöden Wasserfall anhalten? Ich glaube, auf der anderen Seite, ja. Auf der anderen Seite ganz oben. Vielleicht müssen wir mal schauen. Damit wir gegen den Arena-Leiter auch antreten können, ja. Und der wird uns, denke ich, gnadenlos auseinandernehmen. Ja, wir drehen an der Kurbel, genau. Und hören jetzt auf. Wir drehen dem Arena-Leiter das Wasser ab. Zack, und jetzt geht's rund hier. Aber dem Smetbo geht man vielleicht nochmal einen Trank. Also ins Pokémon Center renne ich deswegen jetzt nicht nochmal. Dafür reicht eigentlich auch irgendein Trank. Haben wir einen normalen Trank vielleicht dafür? Nein, Supertrank. Naja, dann nimm den, ist auch egal. Was soll der Geiz, ja? Smetbo wieder full life. Und jetzt gönnen wir uns den Arena-Leiter aus Anemonia City. Hurra! Dieser unerbittliche Druck der Wassermassen, die Tropfen für Tropfen und Schwall für Schwall auf mein Haupt niederregnen. Dieser unbeschreib... Hey, Moment mal! Du kannst doch nicht einfach so den Wasserhahn zudrehen und mein Training dabei stören. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin ein wirklich harter Brocken.
7 Tage die Woche stehe ich unter diesem Wasserfall und stehle mich. Ich habe keine Haut mehr auf dem Rücken. Was sagst du da? Das macht deine Pokémon auch nicht stärker. Da hast du natürlich nicht Unrecht. Egal, lass uns endlich kämpfen. Ja, der Hartwig, was für ein Bart er doch hat. So, ich bin jetzt echt gespannt. Er hat nur 2 Pokémon. Eine Rasaf. Aber auf 29. Der ist auf 29. Okay. Erstmal Stachelspore. Und bitte triff mit der Stachelspore, ne? Dass wir hier zuerst angreifen können. Oh, zum Glück trifft die. Zum Glück haben wir die schon mal sitzen. Das ist sehr geil. So, und jetzt können wir mal ausprobieren. Entweder wir machen erstmal Psystrahl drauf. Schauen uns an, wie viel der Damage macht. Und dann vergleichsweise dem Wind-Dingsbums. Die Flugattacke. Okay, er ist schon verwirrt. Geil. Para unverwirrt. Junge, jetzt gönn dir das. Und trotzdem darf er normal angreifen. Was für ein Lack der doch hat. 2-mal Doppelteam eingesetzt. Oh, wenn wir jetzt schon wieder missen. Nein, wir treffen zum Glück. Wir treffen hier zum Glück. Und es gleicht sich eigentlich ziemlich aus, ja, der Schaden. Der Windstoß wird vielleicht ein Ticken stärker sein. Oh, geil, ja, hat sich selbst verletzt. Okay, er geht auf den Hypertrank, der Arenaleiter. Okay, okay. Und jetzt misst. Jetzt haben wir gemisst. Jetzt trifft er wieder der Windstoß. Wie viel Schaden machen wir jetzt? Vielleicht mal einen Volltreffer? Nein. Doch, doch. Einfach mal einen Volltreffer gelandet. Jetzt verletzt sich selbst und mach auch einen Volltreffer in dein eigenes Gesicht rein. Okay, es reicht nicht ganz. Aber jetzt machen wir den Psystrahl und der sollte reichen. Sehr geil. Also Rasaf war kein Problem. Hat keinen Schaden gemacht. Sehr geil. Doch was hat er als letztes? Kommt jetzt sein stärkstes Pokémon oder war Rasaf jetzt schon das Starke? Das ist ja hier manchmal so eine Sache bei den Arena-Leitern. Ein Quappo. Ein Wasserkampf-Pokémon hat er. Auf Level 31. Junge, ich gebe mich doch jetzt nicht schon geschlagen. Ich auch nicht. Du bist auf 31. Mit Surfer. Wie viel Damage macht denn der mit Quappo? Alter. Ist das krank. Wir sind 6 Level drunter, aber trotzdem. Windstoß und durch den Wassertypen, der hat ja 2 Typen wahrscheinlich, ne? Ja, da machen wir auch nicht mehr so viel Schaden hier, ne? Aber obwohl es trotzdem sehr effektiv war. Gut, jetzt ist Ciao dann, aber dafür haben wir jetzt Ampharos. Wir haben Vati. Wir haben Vati, das müsste jetzt hier, das ist auf Level 27, das ist ein bisschen besser ausgestattet. Das sollte jetzt eigentlich besser funktionieren. Wir gucken mal, was der Donnerschock macht. Was macht er denn jetzt? Verstärkt seinen Fokus. Okay. Das ist ein Level 27er Pokémon und das macht ein KP-Schaden. Oder wie soll man das hier verstehen? Das macht ja gar nichts hier. Das ist ja geisteskrank. Noch eine Beere. Und dann wahrscheinlich noch ein Trank hinten drauf. Oh, das macht ja alles gewaltigen Schaden, ne? Da hätten wir vielleicht doch die Vergiftung lieber nehmen sollen, anstatt der Paralyse. Der hat bis jetzt noch nicht einmal Full Para gehabt hier, der Quappo. Hypnose. Er hat eine Hypnose drauf. Ich gebe mich noch nicht. Ich mich auch nicht. Oh, bitte wach auf. Wach auf, Junge. Schläft tief und fest, ja. Erzählt Vati, die zählt Schäfchen im Traum. Das war so klar, der Power Punch, ne? Das war so klar. Wir hätten noch... Okay, hat er schon eine Wasserattacke eingesetzt hier? Hat Quappo hier eine Wasserattacke eingesetzt? Ich weiß ja nicht.
Einfach mal eine... Boah, ich würde erstmal, ich weiß nicht... Silberblick mal drauf machen. Erstmal einen Silberblick drauf machen, Verteidigung senken. Body Slam geht da, den sollten wir eigentlich aushalten. Der macht krank viel Schaden, der Junge hier. Wir greifen an. Wir müssen jetzt angreifen. Weil der uns jetzt schon wieder killt. Ist ja ein Witz, Alter. Aber jetzt. Jetzt hat er die Full Para drin. Gehen wir nochmal auf Kopfnuss drauf, aber das wird nicht reichen. Wenn er jetzt einen Trank einsetzt. Ach ja, Surfer. Surfer haben die drauf, ne? Na klar, sehr effektiv, Junge. Alter, wenn der jetzt noch einen Trank einsetzt, am besten noch eine Top-Genesung. Ich könnte heulen. Auf jeden Fall trifft uns Kampf nicht sehr effektiv. Das steht schon mal fest. Eigentlich, ja. Oh nein, ein Hypertrank. Er ist wieder full life. Warum? Warum macht er das mit mir? Klammergriff. Wenigstens noch jede Runde ein bisschen Schaden machen. Wir hätten dann noch die Egelsamen im Angebot. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Was sollen wir denn jetzt hier machen? 33, wir könnten eigentlich noch einen Hit einstecken, ja? Und mit Vergeltung wenigstens doppelten Schaden machen. Ei, ein Sack. Ein Sack, Alter. Gut, der war jetzt 10 Level stärker. Aber trotzdem. So, wir müssen jetzt mit Obai am besten noch Egelsamen draufpacken, ne? Und eine Hypnose-Schleife. Das geht jetzt nicht. Er ist paralysiert. Oh, die treffen jetzt zum Glück. Das hilft uns jetzt auch nochmal deutlich. Ist geparat und kann nicht angreifen, du Lutscher. Wir hätten jetzt mit Kugelsaat können wir, glaube ich, sehr effektiv treffen, ne? Probieren wir es mal. Flinkklaue, die gönnt uns schon mal. Die gönnt uns hier schon mal was. Oh, bitte trifft ganz oft. 10 Mal. 20 Mal. Ich... Boah. 2 Mal. Nochmal eine Full Para. Oh, okay, okay. Das Glück ist uns bis jetzt hold. Die Egelsamen klären hier einiges. Jetzt mit Kugelsaat mehr als 2 Mal. Wäre nicht verkehrt. Am besten so, dass Egelsamen ihm jetzt den Rest geben. 3 Mal getroffen. 4 Mal getroffen. Und noch ein 5. Mal bitte. Es trifft einfach 5 Mal. Und die Egelsamen machen jetzt den Rest. Na gut, Quapo setzt nochmal Surfer ein. Ey, können wir den bitte aushalten? Für die Erfahrungspunkte, ja bitte. Owei bekommt jetzt die vollen Erfahrungspunkte von Quapo. Das wird geisteskrank. Das wird jetzt richtig 1228 für Owei. Level 23, das hat er sich verdient. Schlafpuder versucht er zu erlernen. Schlafpuder ist eigentlich besser als Hypnose, oder? 75er Genauigkeit. Und Hypnose hat ja nur eine 60er Genauigkeit. Da würde ich das auf jeden Fall... Da würde ich Hypnose vergessen. Da haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, hier die Gegner einzuschläfern. Boah, geisteskrank hier. Geisteskrank. Leiter Hartwig besiegt. Eieiei, ja. Hier geht's rund, hier wird's bunt. Ha, wie konnte das bloß passieren? Du hast gewonnen. Aber na gut, damit hast du dir den Faustorden verdient. Danke, dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Der Faustorden erlaubt es dir, mit Hilfe der Attacken fliegen, an Orte zu düsen, die du bereits besucht hast. Und wo ich schon mal dabei bin, kann ich dir eigentlich auch das hier geben. TM01, okay, die erste TM. Was ist TM01? Attacke Power Punch. Nimmt dein Pokémon Schaden, bevor es angreifen konnte, verlierst du die Chance auf seinen Angriff. Gelingt es ihm aber, einen Treffer zu landen, erzeugt diese Attacke schier unglaubliche Kräfte in ihm.
Danke, danke. Wir haben die Arena geschafft. Das war so krank. Das glaubst du gar nicht, ne? Was für ein krankes Match. Und was hat sie jetzt? Du hast den Orden von Anemonia City. Gut. Dann will ich dir diese VM hier schenken. Ist das gleich Fliegen? Können wir jetzt überall hinfliegen? Krasse Sache, Fliegen. Und was noch krasser ist, ich glaube, wir haben kein Pokémon, was fliegen kann. Die Mutter ruft erstmal an. Hast du wieder eingekauft? Ja, sie hat wieder eingekauft. Eine Sinelbeere bräuchten wir mal noch für die Kumu-Farm. Müssen wir mal im Supermarkt vorbeischauen. Die wird es doch hier irgendwo geben, oder? Dann können wir da nämlich hinfliegen und die Sinelbeere mal bei Gelegenheit Dingsbums abgeben. Die Mehltank ins Gesicht stopfen. Okay, hier oben geht's weiter. Ach, hier gibt's doch bestimmt gar keinen Supermarkt, ne? Hier gibt's doch bestimmt nur irgendeine Hütte. Apotheke, hier wird das sein, ne? Die Apotheke. Kommt hier auch der Lieferant her? Nein. Medizin kann man hier kaufen. Wo drückt denn der Schuh, sagt er. Ach, hier, da gibt uns den Geheimtrank. Ach so, was kann man hier sonst bei ihm kaufen? Ich habe gedacht, man kann jetzt hier irgendwie Tränke oder sowas kaufen. Ach, jetzt geht's. Okay, das wusste ich nicht. Sonst hätte ich vorgelesen, was er hier sagt, aber okay. Der Abfalleimer ist wie immer leer, denn die Leute verproduzieren hier niemals Müll. Und wenn sie Müll produzieren, dann schmeißen sie es ins Meer. Auf Route 41. Erstmal nochmal heilen gehen, ne? Kranker Kampf, ich sag's nochmal, ich bin immer noch ein bisschen durcheinander. Krank, wir haben jetzt noch Fliegen bekommen. Wir haben den Geheimtrank schon bekommen. Das heißt, wir erkunden jetzt die Stadt. Die Stadt Anemonia City. Und dann, habe ich auf der Karte gesehen, kann man hier auch noch zur Safari-Zone gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon möglich ist, denn wenn wir hier auf die Pokécom-Karte schauen, kommt hier noch eine schöne Route. Route 47, Route 48 und Safari-Eingang. Und den Pokémon-Sammler soll es ja auch noch geben. Und wir sind jetzt schon fast bei 30 Minuten, da würde ich sagen. Machen wir hier erstmal eine gepflegte Pause. Und wenn es euch gefallen hat, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Denn dann erkunden wir hier die Stadt Anemonia City. Bis dann und tschüss.